Einer ist auf die sensationelle Idee gekommen, Tauziehen zu veranstalten. Wir hatten doch für einen Knoten gemacht. Keine Ahnung, wie geht der Scheiß? Los! Hoppa, hoppa, hoppa! Einer von uns beiden muss ihn jetzt wegziehen. Ja, ich muss auch. Hab Termine. Na, wenn wir hier stehen, du, guck mal da hoch. Seht ihr das? Oh. Kennt ihr dieses Hillclimb-Rennen in Österreich? Ich bin dabei, also. Du willst jetzt nicht Hillclimb fahren? Ja, doch, ich fahre jetzt Hillclimb. Okay. Aufpassen. Na gut. Ich brauche einen Helm. Hallo, willkommen zu Jackass Episode 5. Jackass, ja. Sieger fängt an, extra Helm, Cross-Helm brauchen wir bei sowas, ist ja Cross. So, und jetzt werdet ihr mal sehen, was so ein Solo-Mofa überhaupt schafft. Ist mein Handy dabei für Notruf, wenn es ist? Ja. Naja, wenn so. So, aber war schön, dich gekannt zu haben, Holger. Ja. Achtung. Wie war das, wenn einer verunfallt? Wir lassen ihn einfach zurück. So. So, Achtung. Achtung! Danke. So, der ist offen. Jetzt zu. Rex Kramer, der Gefahrensucher. Er liebt die Gefahr, er sucht die Gefahr, er riecht die Gefahr. So, jetzt wird's lebensgefährlich. Achtung, liebe Zwiebel! Eins, zwei, drei. Männer wie er sind, ja, vom Aussterben bedroht. Tja, das war ja dann wohl für den Arsch. Für den Arsch. Ja. Der schafft die Marke. Startpunkt ist zwischen den Bäumen. Du darfst nicht mehr Anlauf haben. Ich weiß. Also, fahr dahin. Garelli wird das eh besser machen. Ja, mach mal. Glaube ich nicht. Da hat wohl einer Blut geleckt, würde ich sagen. Kommt der nächste Wahnsinnige. Jetzt kommt Evil Knievel. Alles ready? Ja. Na dann. Eieieiei. Exakt gleich. Das gibt's ja nicht. Exakt gleich, aber mit dem einzigen Unterschied, dass dir deine Möhre mal mit Anlauf abgesoffen ist, wa? Oder hast du den Knopf gedrückt? Das geht von ganz alleine wieder an. Ah, Start-Stopp-Automatik, verstehe. Ha, sehr cool. So, wir empfehlen noch das dritte, die Vesperia. Ich glaube, die kommt gar nicht mal am Berganfang hoch. Bernhard! Ich weiß nicht, über jeden Scheiß mitmachen muss, oder? Wie ist denn jetzt? Bist du krankenversichert? Ich bin krankenversichert. Hey, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, ja. Leb wohl, mach's gut. Ich auch. Ja, mach mal deinen Helm zu besser, weißt du nicht, dass wenn so, du da ja mit dem hart mit dem Kopf aufschlägst, dann da hinten, weißt du? So, ja, so. Das ist auch cool, ne? Ja, nix. So, jetzt mach los, ne? Am weitesten gekommen von allen, oder? Ich würde sagen, das ist tatsächlich 2 Meter weiter. Ja. Sehen
Sieger aus. Er ist am weitesten gekommen mit dem beschissensten Move. Das glaube ich nicht, ne? Hast du gesehen, wie das geht? Er hat die Bewegung. Das spielt überhaupt nicht. Natürlich spielt das eine Rolle. Natürlich. Du wiegst 50 Kilo oder was? Wir wiegen beide 120. Das ist ein Unterschied, ne? So, Männer. Scheiße, ne? Ja, scheiße, ne? Den gibt's ja nicht. Gibt's einen ersten und zwei zweite Plätze. Leute, das ist ganz klar ein Gewichtsthema. Das auch. Guck mal, hier, da hat nichts dran. Ne? Ja klar, der wiegt nichts. Okay, aber trotzdem hat er den ersten Platz gemacht und wir müssen uns den zweiten teilen. Wir waren ziemlich gleich auf. Immer gleich, ja. Okay. Ja. Okay. Aber ein Platz hast du zumindest. Yippie! Jau! Oh, ciao! Ah, ist das gemütlich hier in dem Stuhl, oder? Schon gemütlich, Stühle, gell? Ich finde die Stühle super. Die sind toll, gell? Ah, und Bernhard, wie gefällt dir dein Stuhl? Wie gefällt dir dein Stuhl? Scheiße, Alter. Au! Wer hat überhaupt gesagt, dass... Noch eine Berührung und ich fordere dich raus hier zum Duell. Was? Zum Duell? Den Handschuh hinschmeißen, pass auf. Oh Gott. Oh Gott. Zack, zack. Ey, das wird ins Auge gehen. Oh, ey. Ey, Leute, wollt ihr das eigentlich nicht klären wie Männer? Ja, doch. Naja, so wie die alten Ritter. Wie haben die das geklärt? Ein Duell zum Pferde, zum Hofer. Ach, die, fällt mir gerade so ein. Die Ritter haben das für den Hofer gemacht. Nein, mit Pferden, aber wir haben keine Pferde. Warum haben wir keine Pferde? Wir haben Pferde stärken. Ah, ja, stimmt. Wir können das mit den Mofas machen. Ja. Ja, das ist eigentlich keine blöde Idee, ja? Gut, dann machen wir das. Wir hören mal auf mit den Mofas. Viel Spaß beim Sitzen. Ey, sag mal! Wenn du den nicht brauchst, das wäre für meine Füße ganz gut. Warte mal, ich hab da einen Kasten. Ey, sag mal, geht's eigentlich noch oder was? Prost, Männer. Oh. Der schläft schon hier. Der ist echt ein Penner, ne?